Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Chefküche Homemade. Ob gegrillt, pochiert, geräuchert oder gebeizt, Lachs ist ein vielseitiger Fisch, den man zubereiten kann. Ich zeige euch heute ein Video bzw. ein Rezept, wie man einen Wildlachs selbst beizt, und zwar mit Gin. Es dauert zwar 24 bis 48 Stunden, aber das Ergebnis lässt sich schmecken. Wir benötigen Wildlachs, Gin, eine Zitrone, Salz-Zucker-Mischung, Dille sowie Wacholderbeeren und Pfefferkörner. Das genaue Rezept und die Zubereitung findet ihr unterhalb des Videos in der Beschreibung. Viel Spaß beim Nachmachen! Als erstes gebe ich Wacholderbeeren und Pfefferkörner in eine erhitzte Pfanne, damit sich die ätherische Note entfalten kann. Im Anschluss mörsen wir das Ganze. Den Lachs beträufle ich mit Gin und reibe ihn mit einer Salz-Zucker-Mischung ein. Die gemörserten Zutaten sowie Zitrone und Dille geben wir darüber und verpacken unseren Lachs luftdicht. Circa 48 Stunden stellen wir ihn jetzt in den Kühlschrank. Nach 48 Stunden in der Beize befreien wir den Lachs und waschen ihn leicht ab. Bevor wir unseren selbstgebeizten Lachs anrichten können, müssen wir ihn von der Haut lösen.
Anschließend dürft ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und den Lachs nach Belieben anrichten. Viel Erfolg!